In See gehen baden, auf das kommt langsam immer mehr Lust über. Aber hier innen gehen baden, ich glaube, ihr seht es, das sieht doch nicht ganz ungefährlich aus, vor allem wenn hier Schiffe durchfahren. Gestern hat man hier eine Frau aus dem See, respektive aus dem Fluss hier retten, aus der Reuss. Eine Frau, die ins Wasser reingegangen ist, ob sie reingehängt ist oder selber schwimmen wollte, das kann die Luzerner Polizei noch nicht sagen. Auf jeden Fall hat man gemerkt, es ist gefährlich, vor allem in der Reuss. Und wir haben bei uns den Uli Bertschi, er ist von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft, Sektion Luzern. Und eben die Reuss. Wir Luzerner, man hat sich den Eindruck, wir entdecken langsam die Reuss. Ist das auch euch ein Eindruck? Das ist korrekt. Wir von Luzern haben natürlich super Baden jetzt schon lange gehabt, am See. Einerseits haben wir Seebade, wir haben Aufschütte. Jetzt hat man den Nordpol und umso attraktiver wird es natürlich jetzt auf dem Wasserweg auch zu dem Nordpol zu schwimmen. Der Nordpol ist eine Freizeitanlage, die letztes Mal aufgegangen ist, eine Bar, die auch geführt wird. Und man merkt, seitdem gehen viel mehr Leute in die Reuss. Wieso hinken wir da so ein bisschen hinten nachher als Luzerner? Ich würde nicht sagen, dass wir hinten nachher hinken. Es ist einfach von der Attraktivität her, bis jetzt, wir haben sehr wenige Ein- und Ausstiegstellen. Dort hat man versucht, jetzt eine Aufwertung zu machen an dem Nordpol, bei dieser Sommerbar. In diesem Zusammenhang wird es halt langsam auch attraktiv für uns, dort runter zu schwimmen. Aber der wirklich gebürtige Luzerner, der schwimmt auch schon Jahrzehnte den Bereich ab, nur kennt er halt die ganzen Gefahren, die ganze Gegebenheit, wo jetzt halt der Otto Normalbürger, der weniger besitzt, dort abgegangen ist, auch langsam drauf kommt. Das ist ja so. Es ist eben eine Brasilianerin, eine junge Frau, gestern irgendwie hier reingekommen. Was klar ist, sie ist von selber rein und ist nicht irgendwie reingeschöpft worden. Was würdet ihr jetzt sagen? Ist das eine gute Stelle zum Baden? Definitiv nicht. Die ist absolut nicht empfehlenswert. Also, wir sehen hier hinter uns auch gerade, da ist der Schiffsverkehr. Das ist der Landungssteg von der Schifffahrtsgesellschaft. Die wendet hier. Dann sieht man hier nebendran direkt, wie die Reuss anfängt. Also wir können hier auf dem stehenden Gewässer können wir in ein fließendes Gewässer. Und dann hat es doch noch eins, zwei, drei Gefahren mehr. Dann kommt dazu, wir haben eigentlich praktisch keine Ausstiegsmöglichkeiten mehr. Und nachher kommt gerade eine Wehranlage. Also absolut hier nicht empfehlenswert. Erst lieber flussabwärts, ein paar Meter weiter unten. Dort kann man sehr gut ins Wasser. Aber da fährt nicht nur die Reuss an, sondern es kommt auch die berühmte Kappelbrücke nachher gerade, und wo natürlich auch ein beliebtes Ziel ist, zum Fotos machen, wo man vielleicht durchs Wasser auch noch ein bisschen näher herkommt. Also gibt es auch Leute, die vielleicht wegen dem näher in die Fluss, in den Reuss hinein? Das wäre mir jetzt absolut nicht bekannt, dass es so derige Fälle gegeben hat. Aber jetzt gerade bei Touristen, ist der Touristenname bewusst, dass man da in der Reuss aufpassen muss? Merkt man, dass es bei den Touristen vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung braucht? Das ist allgemein das Klientel, das man weiss in der Schweiz. Touristen, Leute mit Migrationshintergrund, ist halt in dem Sinn das Klientel, das unsere Gewässer weniger kennen oder eben gar nicht kennen, auch die Gefahren nicht kennen. Und da versucht die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft sehr viel Prävention zu betreiben, dass wir dort entgegenwirken können, in der Hoffnung, dass man so wenige Personen überhaupt muss aus dem Wasser retten muss. Gerade Luzern ist ja immer ein bisschen überdurchschnittlich mit dem Tourismus. Viele asiatische Touristen, die wir hier bei uns haben. Also merkt man das vielleicht auch, wenn man sich mit anderen Sektionen austauscht, dass Luzern besonders viele Touristen aufgeklärt werden? Wir haben sicher einen Haufen Aufklärungsbedarf, vor allem im Seebereich, weil, wie ich bereits eingangs erwähnt habe, See ist bei uns sehr bekannt schon. Was zum Beispiel Bern natürlich wieder viel mehr hat, ist im Fliessgewässer, weil bei ihnen gibt es nichts anderes. Der Otto normale Berner, der wächst mit den Aren, mit dem Aarenschwimmen auf. Ja, und jetzt kommt der Tourist dort und sieht, alle anderen gehen baden. Was macht man? Man macht es hinten nach und hat genau dort eine grosse Risikogruppe. Bei uns ist das genau gleich, wie es beim Luzerner Bürger auch erst langsam aufgekommen ist mit dem Reuss-Schwimmen. Kommt auch automatisch das Klientel mit einer Risikogruppe mehr dazu. Und das ist erst langsam am Entstehen. Was muss man da vielleicht auch beachten? Auch als Otto Normal Luzerner, der schon lange in Vierwaldstättersee geht. Was ist der Unterschied vom Baden und Schwimmen in einem See als in einem Gewässer? Was muss man da vor allem beachten? Wir haben einerseits ganz klar Strömung rum. Wir haben Hindernisse im Wasser, wo plötzlich normalerweise im See umschwimmt man das Hindernis. Jetzt kann es einem daran drücken, es kann einem verklemmen, durch das unter Wasser ziehen. Wir haben andere Risiken, wir haben Temperaturen. Also Fliessgewässer ist in der Regel immer viel kälter, es gibt schnelle Krämpfe, das sind alles diverse Risiken,
Dort empfehlen wir absolut zwingend, sind die Baderegeln und Flussregeln von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft zu lesen und sich an die zu halten. Was muss man auch machen jetzt als Lebensrettungsgesellschaft? Wie muss man die Leute informieren? Was sind so für euch so ein bisschen Vorgehen, jetzt gerade eben, um die neuen Luzerner oder die gewöhnenden Reusschwimmer zu informieren? Veron! Es gibt da verschiedene Faktoren, die man muss beachten muss. Einerseits versuchen wir es anhand von Schildern, die wir aufgehängt haben, zusammen mit der Stadt Luzern. Das sind Piktogramme, wo in der Hoffnung, dass es auch unabhängig von der Sprache verstanden wird, um was es geht. Wir haben einerseits die Bade- und Flussregeln, die mehrsprachig verfügbar sind. Meines Wissens sind 7 oder 8 Sprachen von Arabisch bis hin eben auf die unsere Landessprachen, die verschiedensten. Dann einerseits wirklich face-to-face, also wirklich, dass man halt die Leute direkt darauf anspricht. Und dort versuchen wir halt vor allem direkt mit der Stadt Luzern zusammen zu arbeiten, mit der SIP, die viel unterwegs ist, mit den Leuten, die an den Büwetten arbeiten, wo wir einerseits die sozusagen schulen und informieren und dann so nach dem Schneeballsystem, dass sie das Wissen auch wieder können 1 zu 1 weitergeben. Also man merkt, es gibt einen Haufen Arbeit, sobald die Reusen immer mehr dazukommen zum Schwimmen und Baden. Aber jetzt aus eurer Sicht, das Lebensrettungsgesellschaft, begrüßt man es trotzdem, dass die Leute das so ein bisschen entdecken, dass man jetzt als Luzern zum Aare und Limmatbötler und Schwimmer wird? Oder ist es halt einfach ein grosser Mehraufwand? Nein, ein Mehraufwand ist es definitiv. Aber grundsätzlich, wir sind für einerseits den Wassersport hier, andererseits ist die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft genau aus dem Grund gegründet worden, weil man will Ertrinken verhindern. Und ich glaube, verbieten, zu baden, das wäre der falsche Weg. Und das ist auch nicht unser Weg. Aus dem Grund gibt es nur eins, die Leute zu begleiten, aufzuklären, Prävention zu betreiben, indem dass man viel halt direkt die Leute auf die örtlichen Gegebenheiten hinweisen. Und somit das Baden kann sicherer machen.